Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Spurstangenköpfe exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Spurstangenköpfe an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig ans Steuerungssystem herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Du kannst nun den Spurstangenkopf sehen. Diese Elemente sind oft sehr schwergängig, deshalb kannst du ruhig ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Mache mit einem Markierstift eine Markierung zwischen der Schubstange und dem Spurstangenkopf. Du wirst diese später beim Ausbau und beim Wiedereinbau benötigen. Löse mit einem Schraubenschlüssel die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Sie dient dazu, eine Verdrehung von Teilen zu vermeiden, was sich auf die Geometrie deines Wagens auswirken könnte. Verwende nun einen 16er Maulschlüssel und einen 5 mm Imbusschlüsseleinsatz und löse die Haltemutter des Spurstangenkopfs. Wenn du keinen Spurstangenentferner hast, nimmst du einen Hammer und schlägst damit auf die Mutter, die du auf das Ende des Schraubengewindes gesetzt hast. Schlage nur auf das Drehgelenk, wenn du den Spurstangenkopf wechselst, sonst könntest du das Gewinde beschädigen. Löse den Spurstangenkopf unter Beachtung der Markierung und zähle dabei, wie viele Umdrehungen notwendig sind, um den Spurstangenkopf zu entfernen. Miss mit einem Messschieber den Abstand zwischen der Kontermutter und dem Ende der Lenkschubstange. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir den neuen Spurstangenkopf zur Hand und löse die mitgelieferte Mutter. Schraube die Kontermutter fest bis zur Distanz, die du mit dem Messschieber gemessen hast, und bringe den Spurstangenkopf wieder an, indem du dieselbe Anzahl Umdrehungen ausführst, die du beim Ausbau gezählt hast. Setze den Spurstangenkopf wieder am Drehgelenk ein. Setze die Mutter ein, die beim neuen Teil mit dabei ist, und übe dabei mit dem Wagenheber einen Druck auf den Spurstangenkopf aus und ziehe ihn mit einem Steckschlüssel an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Schraube die Mutter des Spurstangenkopfs auf der Seite der Spurstange wieder an. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Während dieses Vorgangs greifst du in das Steuerungssystem deines Wagens ein. Eine fachmännisch durchgeführte Geometriekontrolle garantiert die perfekte Einstellung und Funktion deines Steuerungssystems. Vorgang beendet. Bitte unterstütze uns, like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.